talks behind my back. Oh, you'd better stop your talking before I turn. City streets, they are long. When you're sick and tired of walking on your own, was Rachepläne schmiedet? Ich meine, warum sollte ich meiner ehemaligen besseren Hälfte das Leben so schwer machen? Das sind Beziehungen an sich. Man achtet nicht auf Dinge. Das führt zu Streit, man trennt sich und dann hasst man eine Person, die man mal geliebt hat. Das, was du erklärst, das sind keine Beziehungen. Zwei Menschen, die sich lieben, die Glück miteinander teilen, die Freude haben, das sind Beziehungen. Da habe ich bisher andere Erfahrungen gemacht. Wie viele Beziehungen hattest du bisher? Eine. Du? Keine. Was planen die beiden jetzt? Pass auf. Ihr Ex liebt Badminton. Ein Plan war, die Sehnen aus seinem Schläger rauszuschneiden. Dumme Idee. Er kann sich doch einfach einen neuen kaufen. Ich glaube, so weit können die beiden gerade gar nicht denken. Der Song ist genial. Außerdem kann man dazu viel besser tanzen, als was Sie sich hier anhören. Oder? Wer bei diesem Song stillhält, mit dem ist irgendetwas falsch. Auf jeden Fall. Ein absolutes Meisterwerk. Ist das auch der Song, mit dem du mich angerempelt hast? Ja, der lief auch. Wie heißt du eigentlich? Emilia. Tut mir noch mal leid, dass ich dich angerempelt habe, Emilia. Kein Problem. Wer hat mich denn angerempelt? Levi. Freut mich, dich kennenzulernen, Levi. Freut mich auch. Emilia, bist du das? Hier spricht Emilia Rumstedt, ja. Wer ist da? Hier ist Levi. Levi? Schön, deine Stimme zu hören. Warum rufst du an einem Dienstag um 1:30 nachts an? Erinnerst du dich noch an das Versprechen, das du mir an diesem Abend im Park gegeben hast? Glaube schon, ja.
Ich möchte es einlösen. Jetzt gleich? Du hast gesagt, jederzeit. Ich könnte die Bahn nehmen. Das dauert nicht so lang. Na gut, dann komm vorbei. Danke. Ich bin in einer guten halben Stunde bei dir. Die haben wirklich die geilste Musik. Musik hat an sich was Geiles. Fast schon was Magisches, würde ich sagen. Ich meine, wie oft hat Musik es geschafft, dich in eine bestimmte Stimmung zu versetzen? Oder wie oft kommt es vor, dass du, wenn du einen Song hörst, du einen ganz, ganz bestimmten Ort vor Augen hast? Stimmt. Manche Lieder fühlt man einfach. Genau das meine ich. Musik ist in der Lage, dich in Freude oder Nostalgie zu versetzen. Sie kann dich aufputschen. Oder runterbringen. Eigentlich ist sie fast schon eine Droge. Nur ohne fiese Nebenwirkung. Die beste Droge der Welt eben. Bin ich ganz bei dir. Wobei, gibt es bei dir nicht auch Lieder, die du am liebsten nie wieder hören würdest? Klar gibt es Songs, die bei mir nichts bewirken, Nein, das meine ich gar nicht, sondern ein Song, mit dem du etwas verbindest, was du am liebsten vergessen würdest. Ich habe eine grobe Idee, was du meinst. Hast du ein Beispiel? Der Lieblingssong meines Ex-Freundes. Den würde ich am liebsten nie wieder hören. Das kann ich verstehen. Aber du hast doch bestimmt auch Songs im Kopf, die du mit etwas Positivem oder mit schönen Momenten verbindest. Ich glaube ehrlich gesagt, dass Rosenblumen nie wirklich zu essen gab. Und dann haben sich meine Eltern getrennt. Und was hat das wieder kaputt gemacht? Natürlich eine Beziehung. Siehst du die Lichter? Das sind Stationen. Und auf der Bühne sieht das halt noch 10-mal besser aus. Am Ende der Straße dunkel ist. Unsere Stationen für uns nur in der nahen Zukunft feststehen. Es gibt viele Orte, die ich toll finde. Aber es gibt nur einen Lieblingsort. Zu meinem Lieblingsort kann man jederzeit. Am schönsten ist es dort abends oder nachts. Oh Mann. Wenn ich jetzt nicht nach Hause gehe, dann wacht meine Mutter auf, bevor ich überhaupt da bin. Vielen Dank fürs Mitnehmen und ganz besonders fürs Gespräch. Gerne. Und wenn es wärmer ist, dann müssen wir unbedingt zu deinem Lieblingsplatz gehen. Versprochen. Aber wir können uns auch gerne vorher treffen. Machen wir. Aber jetzt pass auf, dass deine Mutter keine Panikattacke bekommt. Schlaf gut. Ein bisschen weiter nach rechts. So? Ja. Und jetzt mach die Augen auf. Sind wir hier mitten im Wald? So gut wie. Wie hast du das gefunden? Das war noch ein Tennisverein. Die haben vor einigen Jahren dicht gemacht und die Tennisplätze nie abgerissen. So wie das alles überwuchert wird, sieht das echt toll aus. Als würde der Mensch der Natur etwas zurückgeben. Ich habe ja auch haufenweise Fotos gemacht. Hast du Lust, eine Runde zu spielen? Wir sollten mehr solche Fotos machen und sie sammeln.
In einem Fotoalbum. Oder so. Sich zu bewegen, ohne sich zu bewegen, ist doch einfach saugeil. Warum bist du so komisch manchmal? Livi, komm, lass gut sein. Wir setzen Jan jetzt in den Zug und dann gehen wir alle nach Hause. Bitte hör auf. Du tust dir noch weh. Das sagst du ja immer. Das ist ein bisschen komisch. Immer wieder. Alle. Außer Emilia. Emilia ist toll. Emilia sagt sowas nicht. Emilia macht einfach. Und ich will jetzt rodeln. Rodeln alle mit mir. Kommt! Wir gehen jetzt rodeln. Das Ganze schmeckt doch sonst nur nach Medizin. Wenn du zu viel Cola nimmst, dann schmeckt das wie Kinderpunsch. Das Schöne an der Mische ist das bisschen kräftiger mit süßer Cola. Nee, wirklich nicht. Das ist doch einfach nur widerlich. Ich meine, was ist so schön daran, ein kratziges Gefühl im Hals zu haben, wenn man was trinkt? Weil es schmeckt. Ich wusste gar nicht, wie schön unsere Stadt von oben aussieht. Gigantisch, oder? Von hier kann man alles sehen. Den Fluss, den Flughafen, das Gebirge und die Ruine. Weißt du, von hier bekommt man wirklich einen neuen Blick auf die Dinge. Alles wird kleiner. Siehst du das Hochhaus da hinten? Stell dir vor, das wäre ein Problem. Etwas, um das du dich sorgst. Wenn du davor stehst, scheint es riesig zu sein. Und nicht hierher zu passen. Aber von hier aus wirkt es eher wie ein kleiner Teil vom großen Ganzen, der auch nur seine Daseinsberechtigung hat. Dieser Ort ist magisch. Und wenn du es richtig anstellst, dann kannst du hier sogar fliegen. Was meinst du mit fliegen? Fühl einfach. Dieser Ort ist wunderschön. Danke, dass du ihn mir gezeigt hast. Das war heute wirklich ein schöner Abend.
fand ich auch. Generell, nicht nur den Abend. Alles, was ich bis jetzt mit dir gemacht habe, war schön. Das kann ich nur zurückgeben. Nein, wirklich. Du bedeutest mir viel. Viele Menschen, die ich bisher kennengelernt habe, sind nett und toll. Aber sie sind anstrengend. Sie sind wie menschengewordene Kopfschmerzen. Sie wollen was anderes. Sie sind abwertend anderen gegenüber. Sie sind nicht offen. Aber du? Du bist nicht so. Wenn die anderen Kopfschmerzen sind, dann bist du eher wie ein großer Endorphinschub. Ich meine, überleg mal, was wir bis jetzt schon alles gemacht haben. Das könnte ich mit vielen gar nicht machen. Einfach, weil sie das nicht mitmachen würden. Sie teilen die Freude, die ich empfinde, gar nicht. Aber du machst solche Momente besonders. Du teilst meine Freude nicht nur, sondern du hebst sie auf ein ganz neues Level. So oft denke ich mir, Mann, wäre Emilia doch jetzt hier. Weil Erlebnisse mit dir, die sind immer besonders. Manche Momente, in denen du fehlst, fühlen sich an wie eine Party ohne Musik. Aber wenn du dann da bist, dann verwandelt sich alles. Und aus dieser tonlosen Party wird ein Musikfestival. Nein, 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 Livy, bist du verrückt geworden? Wieso tust du so etwas? Wieso nicht? Du weißt das ganz genau. Meine Eltern sprechen nicht mehr miteinander, weil sie in einer Beziehung waren. Meine Freunde haben ständig Stress wegen ihren Partnern. Und ich habe eine sehr wichtige Person verloren, wegen meiner ersten Beziehung. Meine erste Beziehung hat mit einer Freundschaft begonnen und ist im Chaos geendet. Und du weißt das alles. Und sitzt hier und sagst dann sowas? Wie kannst du nur? Du bist die einzige Person, die mich nicht alle zwei Tage komisch anguckt. Und ich weiß allzu gut, wie du darüber denkst. Aber ich zerbreche mir schon seit Wochen den Kopf darüber, was in mir los ist und wie ich mich fühle. Ich zerbreche mir den Kopf und weiß, dass dich das verletzt. Aber ich weiß auch, dass du meine erste Freundin bist, bei der ich mir sicher bin, dass sie für mich da ist. Meine anderen Freunde, das sind Leute, mit denen habe ich dieselben Interessen. Aber mit dir, da bin ich mir sicher, dass ich über meine Probleme reden kann. Du bist die erste Person, die wirklich für mich da ist. Und so jemanden möchte ich an meiner Seite haben. Das kann ich nicht. Kann ich nicht tun, Levi. Levi, du bist mir wirklich wichtig. Aber ich weiß nicht, ob ich mit jemandem befreundet sein kann, der mich liebt. Also ist das hier das Ende unserer Freundschaft? Ich muss erst mal drüber nachdenken. Und das ohne dich zu sehen. Oh. Heißt das, wir reden gar nicht mehr? Wenn du dich mal richtig ausgestoßen fühlst, dann rufst du mich an und du kommst zu mir. Jederzeit. Jederzeit. Versprochen. Versprochen. Gute Nacht, Levi. Too blind to know your best.
hovering through the folks without regrets. Different now, every step is like a mile. All the lights seem to flash and pass you by. So, how's it gonna be when it all comes down? You're cycling to realities you don't know which way to turn. Every trifle becoming big concerns. All this time you were chasing dreams without knowing what you wanted them to mean. So how's it gonna be when it all comes down? You're cycling to reality. So how's it gonna be when it all comes down? You're cycling to reality. Who cares in 100 years from now? All your small steps, all your shitty clouds. Who cares in 100 years from now? Who'll remember all the players? Remember all the clouds. So how's it gonna be when it all comes down? Cycling to reality. So recycling to realities. 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 Sind wir mitten am Ball? Recycling to realities. Recycling to realities. Recycling. Recycling to realities.
Yeah.